Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Hallo, liebe Leute, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, liebe Thomasse. Hallo, liebe Eckarte. Thomas, was hast du vor einem Jahr gemacht? Ich habe vor einem Jahr mich damit beschäftigt, wie man Podcasts aufzeichnet, und wir haben tatsächlich die Folge 0 ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, 26.11. und die erste richtige Folge am 5.12. aufgenommen. Wir sind ein Jahr alt. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch, Eckart. Ja, herzlichen Glückwunsch, Leon. Ne? Ja, herzlichen Glückwunsch, Thomas. Danke, danke. Herzlichen Glückwunsch, Mauticast. Wir haben eine riesengroße Torte auf dem Tisch hier. Wir können sie bloß nicht essen wegen der Masken, aber egal. Nein, im Ernst. Über ein Jahr ist rum. Spannende Zeit, und es ist nie langweilig, und wir haben eine Menge Zeug noch auf der Liste, was wir vorhaben, und es kommt eine Menge in der Pipeline. So, und ja, vielen Dank für alle, die uns treu geblieben sind, die dazugekommen sind, die immer uns mit netten Worten beglücken. Ich bekomme sehr viel auf LinkedIn immer so individuelles Feedback. Ja, also an jeden Einzelnen, auch wenn ich mal nicht antworten sollte, vielen Dank, ich freue mich total, und das motiviert hier auch zum Weitermachen. Ganz genau. Super, vielen Dank. Genau. In der heutigen Folge haben wir die Überschrift N8N, also den Tanay Pant im Interview, der Chefentwickler bei N8N ist, worüber wir schon mal gesprochen haben, also Zapier Alternative, Workflow Automation, oder Verbinden von Mautic mit anderen Web-Anwendungen. Mega wichtiges Thema, hört euch das an, und vorher haben wir aber noch ein paar aktuelle Themen zu besprechen. Genau, es gibt neue Releases von Mautic, tatsächlich für die 2.16, die 2.16.4 und für die 3.2, die 3.2.1. Das sind Bugfix-Releases, die noch kleine Security-Sachen mit beinhalten, was bedeutet, gerne zeitnah einspielen. Genau. Und für das Mautic 2, also das 2.16.4, kann es durchaus sein, dass es jetzt endlich das letzte Release ist. Wir sind zwar noch so ein bisschen in so einer Übergangszeit, das heißt, wenn nochmal was Ernsthaftes, Security-mäßiges kommen sollte, was jederzeit passieren könnte, ja, dann würde es auch nochmal ein Release geben. Ansonsten ist es Zeit zum Abschied nehmen von Mautic 2. Ruth hat einen Blogpost dazu geschrieben mit dem schönen Namen It's been good to know you. Ja, wirklich schön. Ja, und für alle, die es noch verwenden, die sollten auch so langsam ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr damit beginnen, dass sie auch mal auf Mautic 3 langsam hochgehen. Wir haben tatsächlich einige Projekte, die im Moment gerade noch hochgezogen werden, und es geht meistens schon ganz charmant, und die Plugins, die vielleicht noch aktualisiert werden müssen oder so, das hat sich inzwischen so eingeschwungen, dass es kein großer Schmerz mehr ist. Richtig. Es gab ja ein Event, Eckart, ne? Die Mauticon. Oh, das ist schon wieder so lange her. die größte Neuigkeit, ja, so neu ist auch nicht mehr, ist aber, dass alle Mauticon Talks tatsächlich aufgenommen sind und auf YouTube stehen. Was eine Arbeit. Super. Was eine Arbeit, ja. Also vielen Dank an die beiden, die es getan haben. Ich stelle mal die Shownotes zu den wichtigsten Dingen in. Nein, wie sagt man? Ich stelle die Links in die Shownotes, so rum. So rum. Ja. Zu den YouTube-Videos. Ich verlinke auch nochmal den Schedule, denn wir haben ja ein Monster-Programm gehabt, also zig, ich glaube 60 Talks oder sowas, Panels, Keynotes etc. Und ganz, ganz viel Qualität da drin, auch in verschiedenen Sprachen. Das heißt also, wenn ihr nicht so gut in Japanisch seid oder Brasilianisch, wie sagt man, Portugiesisch, dann ist nicht unbedingt jeder Talk was für euch, aber es ist auch Deutsches dabei und ganz viel Englisches und extrem hochwertige Sachen aus allen Ecken. Ich habe tatsächlich in den einen Talk von Katz reingeguckt. Ja, ja, ich wollte mal sehen, wie das so sich anfühlt. Ja. Ja. Für alle nicht eingeweihten, Katsueno-san ist der japanische Community-Lead sozusagen. Mhm. Ja, die haben viele Sachen gemacht. Ja. Und lustig auch. Ja, man kann gar nicht so richtig auf einzelne Highlights ansonsten hinweisen, denn es war einfach ganz unterschiedlich. Es gab von
DSGVO bis zu hochverfügbare Hochleistungssysteme von Marketing-Funnel bis hin zu einzelnen Plugins etc. Extrem viel Content und ich bin immer noch geflasht und ich glaube, es waren auch alle ganz begeistert und ich habe mir mehrfach das Feedback gekriegt, dass das echt super wichtig, super gut war für Mautic und sich alle schon aufs Nächste freuen. Ja, und der große Vorteil ist durch Online, dass es wirklich alles als Video gibt, ne? Man kann es sich in Ruhe dann nochmal angucken. Ja, der andere große Vorteil war natürlich, dass auch Leute aus aller Welt teilnehmen konnten. Ne? Also wenn wir eine Konferenz wie geplant in Boston gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Teilnehmer aus Japan, Afrika oder Südamerika gehabt. Ja. Also auch bei echten, ich bin oldschool, ne? On-Premise-Konferenzen gibt es ja auch Videoaufzeichnungen. Das dauert dann meistens viel länger und ist viel aufwendiger, das zu produzieren und so weiter. Und ganz oft gibt es sie halt auch nicht. Mhm. So ist es halt irgendwie ein Byproduct. Ja, Big Deal wirklich. Und für viele Leute oder für einige Leute klingt das auch immer noch so ein bisschen nach. Also einmal von der Arbeitsbelastung natürlich, ein paar haben echt viel zu tun gehabt. Ja. Aber gut, die sollten langsam auch durch sein. Und für andere, also die Inspiration, die da rauskam, also das fand ich auch echt super. Ja, ihr merkt, ich bin begeistert. Gut, also auf ein Highlight möchte ich aber trotzdem hinweisen und das ist die Keynote von Ruth, die war so gegen Mittag deutscher Zeit. Wir müssen ja in einem globalen Event auch in anderen Dimensionen, was die Zeitzonen angeht, denken. Ja. Aber die Haupt-Keynote von Ruth war sehr wichtig, also ich glaube, die war vor allem gut gemacht, aber hat auch viele Neuigkeiten jetzt mal offiziell verkündet, über die wir schon mal ein bisschen gesprochen haben in der Vergangenheit und damit sind die Dinge jetzt auch gelauncht und zwar haben wir zum einen die Tiger Teams, mein Lieblingsthema. Mhm. Ich erkläre es hier auch nochmal kurz. Wir betrachten Mautic mal aus einer ganz funktionalen Perspektive und picken uns einzelne Funktionen raus und sagen, okay, Tracking ist ein wichtiges Thema, E-Mail ist ein wichtiges Thema, Kampagnen ist ein wichtiges Thema, Reporting ist ein wichtiges Thema etc. Und dann gibt es halt ein kleines Team, was nur für so eine Funktion zuständig ist. Ja. Sagen wir mal für Tracking, um mal eher ein exotisches Thema zu nehmen. Mhm. Und auch für Tracking gibt es ganz viel zu tun. Also vielleicht gibt es Bugs, vielleicht gibt es neue gesetzliche Regelungen, die aufkommen. Vielleicht kann man Dinge besser machen, geschickter machen, einfach Mautic besser machen in jeder Beziehung, was Tracking angeht, bis hin zu Dokumentation und Fragen beantworten etc. Ja. Aber halt auch auf dem Schirm haben, was machen andere, was kommt auf uns zu, was gibt es für Ideen, vielleicht auch welche, warum machen wir bestimmte Dinge nicht, dass auch Ansprechpartner da sind für dieses eine Feature. Ja. Und wenn man Teil dieses Teams wird, egal ob man jetzt der Hardcore-Entwickler ist oder der Marketingstratege oder der Mensch, der einfach gerne eine Funktion da gut haben möchte. Also ich persönlich bin auch kein Hardcore-Entwickler, also gar nicht. Aber ich habe so viele Stellen, wo ich sagen würde, okay, ey, da habe ich eine Idee, da habe ich eine Idee und da ist mir was aufgefallen, da habe ich was gehört. Und wenn man sich ein so ein Thema rauspickt und da über einen längeren Zeitraum echt Expertise aufbaut, dann ist das, glaube ich, ein mega gutes Gefühl. Es ist eine niedrige Barriere. Ja. Also das ist, ich muss halt nicht alles Mögliche kennen und ich habe nur einen kleinen Ausschnitt und ich habe eine kleine überschaubare Gruppe an Leuten und ich habe ein Thema, wo ich schnell echt der Experte bin, der beste Mautic-Experte auf der ganzen Welt. Und diese Tiger-Teams, die sind wie gesagt cross-funktional und die formen sich jetzt, das heißt, es soll eine, ich glaube, die ist noch nicht mal live, aber es soll eine Übersichtsseite geben, hier sind Ideen für Tiger-Teams, also für diese Funktionszuschnitte. Und auch Leute, die sagen, ich hätte Lust, da mitzumachen. Die Idee ist im Moment, das so ein bisschen so ein Barcamp zu machen, erstmal zu sagen, ich hätte hier Lust und da Lust und da Lust, ich mache aber noch nichts verbindlich. Ja. Ne? Dann kann man halt anhand dessen sehen, okay, welche Tiger-Teams sind wirklich die ersten, was sind gute Gruppen und so weiter. Und das sind ja immer ein bisschen Wechselwirkungen. Ja, und da, also ich bin definitiv dabei, ich weiß aber auch noch gar nicht wo. Und ich bin so begeistert, weil ich glaube, es wird Mautic sehr voranbringen. Das zweite ist halt nicht dieses langfristige Begleiten eines konkreten Features, sondern eher das Herbeiführen eines Meilensteins zu einem bestimmten Thema. Mhm. Das sind die sogenannten Initiativen oder strategischen Initiativen, Strategic
Initiatives, ja. Mein Lieblingswort. Ja. Da ist es schon ein bisschen konkreter. Und zwar gibt es 6 erste Initiativen. Das eine beschäftigt sich mit Installation und Upgrade. Das zweite beschäftigt sich mit den beliebten Bildern, vor allem dem E-Mail-Bilder. Mhm. Dann gibt es den Marketplace, dann gibt es das Thema Resource Management und ein Composer-Thema. Mhm. Also das sind alles so mehr Dinge, die sich im Bereich sehr professionellen Mautic-Betriebs so abspielen. Ja. Und dann gibt es noch ein Thema, das heißt der Mautic Next Generation. Das ist ja eine Diskussion, die so in den letzten Wochen einen gewissen Reifegrad erfüllt hat. Wie geht es überhaupt strategisch weiter mit Mautic? Führt man den derzeitigen Mautic-Strang weiter, entwickelt ihn immer weiter oder entkernt man zu einem bestimmten Zeitpunkt, braucht man eine parallele Phase etc. Die Diskussion würde ich gerne nochmal extra verlinken hier, weil ich glaube, die auch für viele spannend ist. Da ist noch nichts gegessen, aber sie hat jetzt einen Platz, wo sie weitergeführt wird und wo man dann vielleicht auch in die richtige Richtung zügige Schritte einleitet. Okay, da geht es nicht um relativ kurzfristig Mautic 4 oder so, sondern schon auch was Größeres, ne? Genau, also relativ kurzfristig Mautic 4 wird es sowieso geben. Also das ist ja so der geplante Pfad. Es gibt jetzt Termine bis in, lass mich lügen, ich glaube Mautic 4 Release ist Ende Mai, ich glaube 28. Mai oder so ist vorgesehen. Das ist ja alles schon durchgeplant. Ja. Da geht es eher längerfristig darum, wie kann Mautic fit für die Zukunft werden. Und ja, wir werden sehen. Jo, es gab auch einen kleinen Talk. Also es gab ja dieses kleine Format der Lightning Talks. 5 Minuten dies, 5 Minuten das. Mhm. Wer es nicht gesehen hat, muss natürlich dringend die 5 Minuten zum Mauticast anschauen. Wir waren im Fernsehen. Ja, der Thomas live erleben. Aber ein anderer Lightning Talk, den wir gemacht haben, war zum Tag Manager, den wir da vorgestellt haben. Der hat es aber nicht nach 3.2 geschafft, weil wir da ein bisschen technische Probleme mit dem automatisierten Testen innerhalb von GitHub hatten. Okay. Der ist aber trotzdem fertig. Das heißt, als Pull-Request gibt es den. Ich glaube, wir verlinken den auch einfach mal als Patch. Dann kann ihn jeder schon mal einspielen, der es denn dringend haben möchte. Mhm. Insgesamt sehr übersichtliches Thema natürlich, aber einfach ein bisschen Feature, was jetzt da ist. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar Dinge, die wir so im Bereich Entwicklung gefunden haben, ne? Genau, ein weiteres Missing Feature ist die Mailgun-Integration. Ja, genau. Es gibt mittlerweile tatsächlich ein Plugin, um mit der Mailgun-API sprechen zu können. Genau, also es gibt ja eine ganze Reihe an Hosting-Providern, die schon defaultmäßig da sind, integriert sind. Für Mailgun fehlt ja das noch. Mhm. Und der Stanislav Danisienko aus Kiew hat das vorgestellt und Leute haben gesagt, das ist cool. Wir haben es selber noch nicht probiert. Wir sind jetzt keine Mailgun-User. Wenn ich richtig informiert bin, hat Mailgun ja Mailjet gekauft, ne? Ist das richtig? Ja, genau. Von daher sind wir ein bisschen doch Mailgun-User, aber nicht absichtlich. Aber Missing Feature und hier ist es jetzt nicht mehr Missing. Ja, und es ist für Mautic Version 3, ne? Oh, selbstverständlich, klar. Ja, über 2 sprechen wir nicht mehr. Ja, genau. Ja. Dann gibt es ein Recapture-Plugin von dem Konstantin Scheunmann aus Berlin. Ich weiß gar nicht, wie unsere Erfahrungen damit sind. Haben wir uns das angeguckt? Nee, null. Also Leon hat zwar gesagt, er wollte, aber wir haben es tatsächlich noch nie verwendet. Es gibt ja, Recapture, für die, die es nicht kennen, es geht ja um das Thema Spam vermeiden, Spam reduzieren, wenn ich irgendwo ein Formular habe. Mhm. Und da gibt es ja nicht so viele Strategien. Eine Strategie ist halt zu sagen, ich möchte, ich binde den Google-Service ein, ich habe ein Capture, ist ja das alte, was jeder kennt. Hier tippe mal diese Zeichenkette, oder tippe mal ab, was du auf diesem Bild erkennst. Was du meinst, dass du erkennst. Ja, noch viel geiler ist natürlich so, das erste Google Recapture hier, kreuz mal alles an, wo du ein Fahrrad siehst oder so. Oh, ist sogar noch sehr verbreitet. Ja, macht es nicht besser. Ja. Davon gibt es modernere Versionen inzwischen, wo der Benutzer nicht mehr wirklich was machen muss. AI getrieben. Ja, also wir selber verwenden ganz gerne ein bisschen was anderes, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, nämlich so ein Honeypot, wo wir sagen, okay, hier ist ein Hidden Formularfeld, die Bots sind so blöd und füllen das hoffentlich trotzdem aus. Und wenn wir sehen, jemand hat das ausgefüllt, dann geht das direkt in die Papiertonne. Ja, genau.
Ich komme da jetzt drauf. Achso, wegen des Recapture-Plugins, ja, tatsächlich probiert haben wir es noch nicht, aber ich habe auch da von anderen das Feedback gehört, die verwenden es und es scheint zu funktionieren. Mhm. Also, Daumen hoch für den Konstantin. Ich weiß gar nicht, was der in Berlin so treibt. Also, ich glaube, er ist Freelancer, aber ich kenne den Hintergrund nicht, wie es zu diesem Plugin gekommen ist. Konstantin, melde dich gerne mal bei uns. Genau. Ich wäre mal neugierig. Ja, und dann gibt es noch ein schönes Spaßprojekt, sage ich jetzt einfach mal. Der Joey hat tatsächlich Mautic 3 auf einem Raspberry Pi installiert. Der muss Langeweile haben. Ich finde es super. Ja, nee, also er hat das auch in einem Blogpost beschrieben und ist ganz, ganz begeistert. Ja. Und ja, vielleicht habt ihr ja mal einen Anwendungsfall. Es ist tatsächlich auch von seiner Seite wirklich so ein Fun-Projekt, weil er was mit dem Pi machen wollte. Ja, schön. Gut. Ja, es gibt noch viel mehr. Unter anderem unsere Auth0-Integration für Mautic, also Single Sign-On-Lösung, ist jetzt endlich auf Mautic 3 verfügbar, etc. Super. Ja, in den nächsten Wochen noch mehr dazu. Mhm. Für heute würde ich sagen, wir gehen jetzt mal weiter in Richtung N8N und lassen den Tanay sich mal selbst vorstellen. Auf geht's. Okay, welcome Tanay. I'm very glad to welcome you here on the show today. Thanks for your time. Thanks for inviting me. Yeah. We've been discussing, or we've been touching on this topic of workflow automation time and again in this podcast. Sometimes with Zapier, sometimes with Integromat, and we even mentioned the product that you are all about. That's N8N. Because it's a big deal to marketing automation. We do have the native integrations, but not so many. So the world of workflow automation basically opens up a ton of other applications to integrate with. So I think it's really important for us. And so it's really very interesting to learn more about your product. Before we do that, why don't you tell us a little bit about yourself and where you're coming from and what you're doing today? Sure. So I'm Tane, and I'm the head of developer relations at N8N. And I've been working on several exciting things recently, like helping our community automate a lot of really cool stuff and helping them unleash their productivity. I've been involved in the world of open source and DevRel for almost 6 years now. And before this, I was involved with the Mozilla Foundation on several tracks. And I've also published books on some of my favorite topics like Firefox OS, WebVR, and virtual assistants on Raspberry Pi. Cool. Since I have a background in computer science, I'm familiar with programming and software development. So a while back, I learned about this thing called the Lego programming language. Have you heard of it? Yeah, actually, yes. Love it. That's love awesome. The concept. I never touched it, but I... It's really cool to hear, yeah. So for those of you listening who aren't familiar with it, they use it in their Mindstorms products. And those robots from Lego can be made to move in certain patterns by connecting these pre-programmed blocks of movements. So when I saw that first, I recognized the value that it provides in reducing the effort of doing things by abstracting the complexity of making a robot move physically. And then last year, I came across N8N, and like something clicked in the back of my head. Like I could see the genius of having a node-based system with nodes for concepts like conditional logic, along with products and services like Mautic to automate things. And this, for me, was like finding Lego for the real world. That's funny. I'll add the Lego link to the show notes for those who are interested. It's fascinating stuff. I don't know whether it's still around. I think it is. I know they released a new version of the Mindstorms product like a few weeks ago. Oh, okay, cool. Yeah, yeah. So, fingers crossed. Yeah, I hope it's still around. Okay, and where are you located? I'm located in Berlin. Okay, cool. So, but we can't speak German, would we? No, for the sake of the podcast, that's not. Because, yeah. So you're with N8N now, you have been for a while. Let's start with the idea of N8N. I already mentioned it's a workflow automator and there are others around. Why in the world would you start a new one? So
Well, the question I think is why not? So historically, a competitive ecosystem has always led to innovation. And like if you look back into the world of search engines and social media networks, for instance, like there was no clear leader until Google or Facebook arrived. And we can draw similar observations from the realm of workflow automation. And most of the tools in this space at the moment are sort of okay-ish and there's no clear leader. Well, Zapier is kind of a leader, but mostly only for basic stuff. And it belongs to a previous generation of workflow automation tools. Mm-hmm. And if I were to name the three key differentiators between N8N and the other products in the workflow automation space, I'd say open, extendable, and powerful. But let's briefly chat about like what each of these mean and like why you should care about these when choosing a workflow automation tool. Oh, please. So when we talk about a product being open, and N8N specifically being open, it means that you can run N8N locally in your intranet or the cloud. So you can decide who gets access and where your data is stored. So this, we see, elevates a lot of data compliance and GDPR concerns. Oh, yeah. And another few things are like, with the Fair Code software model that N8N has, you're free to download N8N's source code, self-host with just a few commercial restrictions. You can even download the workflows that you build on N8N Cloud and self-host that at any time if you want. And the source code is publicly available on GitHub. Okay. So this is a bit about open. Now chatting about extendable, so it is easy to augment with custom functions, logic, and apps with minimal engineering effort. So we do have a lot of third-party apps like Mautic, ActiveCampaign, Affinity, and so on. But let's say there's a product that you like, and there isn't a node for that yet. So you can always use something called the HTTP request node to call their HTTP API, REST API, and get data from them. Yep. So that's something that allows you to even work on things that aren't necessarily a part of N8N yet. And internally, we call it the HTTP request node, the Swiss Army knife in N8N. And other than that, you can also create custom node integrations. We have well-documented integration guides and examples, and the references that we create in N8N are freely available. We have a dedicated developer relations team and an engaged user community to help answer any questions that one might have while working with N8N. And finally, talking about how N8N is powerful. So N8N's node-based editor lets you map anything to everything. And there's a lot of third-party integrations for popular apps. You can design your workflows with unlimited numbers of nodes and mappings. And you can use logic nodes like if and switch to add conditional logic to your workflow as well. Mm-hmm. Okay. Let's step a little bit back in time and let's talk about who came up with the idea for N8N, and also particularly, what does it stand for? Why N8N? Cool. Yeah. So the project was started by our founder and CEO, Jan Oberhauser. So he started N8N as a side project while he still had another startup and had a part-time job as well. Mm-hmm. So it's funny that you ask, because we get that question quite often, and like that's one of the reasons we even added that to the README repository on GitHub. So our founder Jan, while looking for a name for the project with a free domain, very quickly realized like all the good ones that he could think of were already taken. Mm-hmm. So in the end, he chose Node Mission. So Node in the sense that it uses Node View, but also because it uses Node.js, and Mission for automation, which is what the project is supposed to help with. However, he did not like how long the name was and could not imagine everybody typing something that long in the terminal. So which is why we ended up with N8N. Mm. And I think the official way to pronounce it is now N8N, but it was Node Mation not too long ago. Is that right? That's correct. Like I actually made the change in our documentation and the repositories because we were like, okay, N8N is quicker to speak as well. And I think it was confusing for a lot of people. Should I call it N8N? Should we call it Node Mission? So we just made it expletives, like pronounced N8N. Okay. Thank you so much. It was always confusing. Okay. Now, Jan did that when? I mean, to start the whole thing? So I think
He was working on and off on the project, like it was a part-time project. So I'd say like around 2 years back, mm-hmm. but I'm not exactly sure. Okay, no, that's the ballpark, good enough. And so it got started as an idea, and then a part-time occupation or part-time activity of his, and then eventually he got more people on board. Is it a fair description? It's just my imagination. Yeah, no, it makes sense, because then like he added the project on GitHub, and he did the product hunt launch last year, which like attracted a lot of people towards Zeniten as well, on Product Hunt, on Hacker News, and so on. So yeah, that's an accurate description. Now you already mentioned this term fair code, which in my understanding, you folks came up with or are part of. So tell us about the concept of fair code and in conjunction with the business model of N8N. What do you plan to live from? What are you making money off? How open is this thing in terms of other people being involved in the core development, in this strategy, and so on? So help us understand that. Sure. So I think like the idea of fair code has sort of been around, even if like a lot of companies don't use the term exactly. But let me talk a bit about fair code and what it is. So fair code describes a software model where software is generally free to use and can be distributed by anybody. It has a source code openly available, can be extended by anybody in public and private communities, but most importantly is commercially restricted by its authors. So let's chat a bit about what sort of advantages a fair code ecosystem can have for different groups of people. So for project managers who choose fair code, it increases the chance of making the project financially viable in the long run. But even OSI approved open source projects win, because fair code projects are generally better financed than their open source siblings. And this allows the fair code projects to help them financially, just like we do at N8N. And after all, it is in the interest of fair code projects as well that its dependencies are properly maintained. And other than that, fair code also has advantage for its users. They all can use the project totally for free, exactly like any other open source project. And additionally, they know that the company or person behind it is financially healthy, meaning it will probably not only just stay around for a long time, but also that they can hire people who fix bugs, create new features, create documentation, and answer questions in the community forum. And we chatted about, the nature of the product. So N8N is a community-backed product, and like we greatly value transparency and collaboration when interacting with our community. So I mentioned earlier, like I was part of the open source ecosystem for a long time before N8N as well. And being a part of many communities, one of the things that I greatly value is transparency. So when I'm volunteering, I appreciate knowing about what things are going on from multiple standpoints, like the company's mission, the vision, their product roadmap, plans for community, and so on. And I feel like this leads to a healthy and sustained growth of communities. And similarly, we want to ensure that our community understands where we are going and what our mission is. And that is our job to communicate, because if people join the community for reasons that might not be aligned with our values, they might get unhappy after a while, and we definitely don't want that. Okay, so from looking at what is visible from your community online, it seems that there is a pretty good activity. People are very much engaged and enthusiastic about N8N, of course. This whole notion of fair code, or prior to coining the term, the business model, has been a point of discussion, because for everyone who comes from a free and open source perspective, it gets a little bit to get used to it, or they have questions which were originally not answered. I think they're much better answered now. For us, as a coming mostly from a marketing side, people are not so
religious about open source, and I think it is a very fair business model in my mind. And comparing it to other flavors, like completely commercial or completely open source, free and open source driven, this looks to me like an attractive alternative. And after all, the result is what counts. And that not only means a good product, but also the future-proofness and the dynamics in it. And so far, all that looks pretty good, and I think I like it a lot. You did touch on comparing to competition. Maybe we should not go too deep into that, because what you said already is this fair description, and we should maybe step back once more and explain to people how your sort of integration works in general. So when I want to glue together application A and application B, what does it take? You talk about the notion of nodes and trigger nodes and so on. What is the interconnection and what is in between it? Sure. So there are two main node types in N8N. So those are trigger nodes and regular nodes. Mm-hmm. So the trigger nodes are the nodes that start a workflow and supply the initial data. So a workflow can contain multiple trigger nodes, but with each execution, only one of them will execute. And an example of that could be the Mautic trigger node, which will start a workflow when, let's say, somebody submits a form in Mautic. Mm-hmm. And then we have the regular nodes, which do the actual work in a workflow. I mean, we call them regular node now for the lack of a better term, but I'd say they're extraordinary nodes. Yeah. So they can add, remove, and edit data in the flow, as well as request and send data to external APIs. Yeah. So they can do everything possible with Node.js in general. And an example of that would be the Mautic node, which can deal with resources like company and contacts within Mautic and handle CRUD or create, read, update, and delete operations. Yeah. Okay. And now, you stated that it is very easy to create your own things, but if we look at Mautic today, we don't have a trigger node as far as I know. What is a typical process for creating that? What is the role, the split of roles? What would you do? What I do if I want it, if I'm a developer, if I'm not a developer? What is the approach? So we do have a Mautic trigger node, by the way. No worries at all. So there are three main avenues when it comes to how we select nodes to decide which ones to create next. So first of all, we look for requests in the community forum to learn about what kind of nodes or functionalities people would like to have in N8N. Then we think about what kind of nodes would be helpful for us, since we use N8N quite heavily for different processes internally and are always looking to automate a lot of our current manual processes. Mm. And finally, we also look for interesting use cases where N8N can be helpful. So that gives us insights about which nodes to add as well. So once we know about what are the next nodes that we want to build, one of our team members starts working on it. Once the node is ready, somebody outside of the engineering team does a usability review, and we do this to make sure that the new nodes are intuitive, easy to use, and work in a way similar to the nodes in N8N. And after that, the nodes get merged into the N8N repository and get released with the next version. And we usually make a release every week. And in this process, I help in scouting for the new nodes that we should build. So I also support the usability testing for these nodes. And funnily enough, since last week, I have also created 5 new nodes. And I must say, creating nodes for N8N is quite addictive and fun. Wow. I'm currently looking at the repository of nodes that you already have. And the first commit on the Mautic trigger node was in January. So my God, how could I miss that? once again, if I am
in a position where I think I would love to have a node, but don't think I can do it myself. Would I approach you? Would I pay you? Would I try to find somebody else? Or what's your recommendation here? So you can request new integrations to be added to our forum, which is community.n8n.io. It's mm-hmm. a very active forum. Mm-hmm. And there's a special section for that where the users can also upvote if so that we can know which integrations are important and should be created next. Mm-hmm. Okay, cool. And so in general, do you have any data or any gut feeling about the dynamics of the coverage? So how many nodes did you in total add in the last 6 months or so? Do you have any of that numbers? In the last 6 months, so I don't have exact numbers, but I can give you, I think, and I probably know this because I started documenting the different nodes for our documentation. Mm. And I remember when I started, they were around 120, and I joined around 6 months ago. Mm-hmm. Oh. And today there are more than around 200 nodes. Okay, cool. The reason I'm asking is that for anybody who's using Mautic and is trying to make a decision about the workflow automator, obviously the sustainability of that decision is a big deal. It's not interchangeable at all, but if I go this direction or that direction, then I want to have a solid understanding or trust that this is the right one, and even if an application is not there yet, it may be or may very well be in the future. It's not only that I can do things for myself, we can always do that in open source, but that this is a project that's thriving, etc. And what you just told us sounds like that's absolutely the case. So do you happen to know the state of the Mautic integration itself? Because I did talk to other people prior to this interview. After all, those who pointed me to this topic and said, hey, there's such a lot of things going on, why don't you talk about it? So do you know any internals about that? What's going on there in terms of improvements, or would you say it's perfect already? Oh, no, of course. So right now we have resources for company contact as well as contact to company in the Mautic node. Mm-hmm. And these enable the users to automate things like creating, reading, updating, and deleting companies and contacts from Mautic using an n8n workflow. Moreover, it allows you to add or remove a contact for a company. So these are like the current operations or resources that are available in the node. However, like adding new functionality to an existing integration is usually not that complicated. So chances high that we can add new resources or operations if requested quite fast. And the n8n team moves very quickly. Okay. And since our project is on GitHub, like we have a lot of contributors sending in pull requests for the functionalities that they'd like to see in n8n as well. So the Mautic community is also very welcome to jump in and add the features that they'd like to see in n8n's Mautic node. It's a whole lot of fun. Okay. Oh, okay, I see. So it's when I look at the trigger node, it's basically what sort of things can trigger a workflow. Okay. Yeah. Yeah. I can think of a lot of things, and when I have to admit, I always go back to things that are existing in other integrators. Then that gives you a picture, and when you think back to things that are missing there, there's a good chance for us to get better here in n8n than we ever were in those others. So cool. What else is coming next in the n8n universe? Is any groundbreaking new directions or any news? So something that we are actively working on is scalability. So I don't want to say too much, but for sure, very exciting things are coming in the n8n universe. Okay. But today, the typical... And when you say scalability, that refers to the infrastructure, to the server, and that is typically self-hosted today, right? And scalability in terms of
how many workflows can be processed per hour or so. Do you have any real large installations that you can talk about or mention by name or number? Or what size are we looking at when you say scalability? So scalability, like currently in N10, some of the things are scalable. Like if you're getting data from webhooks, like webhooks in N10, for instance, are scalable. But when we're talking about scalability here, it's also about the infrastructure itself, like how N10 works, so like the core internals of N10. Other than that, like some of the cool use cases, so to speak, that I've seen from the community is like from a company who is using N10 on ships. So they're using it for a lot of checklists and processes there. So that's quite interesting. We actually did an interview with them that we have up on our blog, so medium.com/n10-io. So we have some cool stories there from the community members who are using N10 in a different variety of ways. Okay. Good. Then I just point to those in the show notes. So that's a good idea. Okay. You did mention it in the very beginning, but I want to point out to everybody what a big deal it is to have this thing self-hosted potentially. All the GDPR issues that you normally have are magically gone because it's all in your own hands. It's just like with Mautic itself. So you just need to look at the receiving end or sending end, whatever, on the opposite end. That may or may not be in other people's hand, but it is drastically reducing everything because we are not piping all those personal data through a third party, which I love, and I think it's an absolute winner feature, killer feature. That's a very fair point. And like I remember we briefly talked about like what differentiates N10 from other products in the workflow automation space. And like other than that, like some of the highlights based on what you said, it's like I had to mention the security, like having the option to browse through the source code helps enterprises and individuals really elevate a lot of their concerns regarding their data. Because in other cases, you're essentially sending your data to a black box where God knows what happens to it. And this is, of course, complemented by the ability to be able to self-host your N10 instance so that all the data that belongs to you stays with you. Yeah, big deal, definitely. And since the source code of the company is on GitHub, people don't need to worry about things like the product going away or the company going bust, because if something like that happens, people can still keep using the workflows that they created. And finally, there's the topic of pricing. And I know that with a lot of workflow automation tools, there's a lot of different nodes and operations tend to get extremely costly, because with these other tools, they have this thing with per operation pricing that these tools have. And this model hampers creativity, in my opinion, because workflow automation tools exist for a reason. And it's to make our lives easier by not only automating the simplest of our tasks, but also the more complicated ones. And it makes me a bit sad to see like pricing models like this limit people by making automation like point A to point B the norm, which can sometimes hamper productivity. And like you don't have to worry about that with N10, because we believe in fostering productivity and our product reflects that. So if you're self-hosting N10, it is free to use. And if you're using N10 Cloud, the pricing model is per execution of the whole workflow. So let me actually share an example. So like it's interesting because you asked me about like number of nodes 6 months ago and now. So when I joined, like one of the things that I picked up in the beginning was to document each of the nodes, like show what kind of example workflows they can have, some FAQs and so on, right? And at that time around, there were, I think, 120 or 130 nodes. So working on such a large number of nodes to document them. And what happens is every week the team releases so many different new nodes. So, you know, if I'm working on documentation, go on a vacation, come back, like it's tough to have a good process to find out like, okay, which nodes have I already documented and which ones need to be documented more to have sort of a good overview. Like that was a bit difficult for me. So what we did was
we have a Strapi system, which we update every time there's a new release. Mm-hmm. And it contains like the data of all the nodes, like what nodes are in the latest release. And that is actually what populates the anytime.io/integrations page. So we have a GraphQL endpoint for that. So what we did was we built a workflow, and this actually runs using a cron job every Monday, so we get information on what's the state of documentation. Mm-hmm. So we get data from the GraphQL API about which nodes exist, and the URL of the documentations are such that there's a correlation between the name of the node and the URL. So using the HTTP request node, we send requests to all the nodes. So in case we get a 404 from the HTTP request node, we know, okay, this node has not been documented. So now we run a cron job every Monday, but we also have a /docs command. So if we do that in Mattermost or Slack, that basically gives us like, okay, this percentage of the nodes are documented. These are the ones that still need to be worked on. Yeah. And why I bring up this example is like, so HTTP request node, if you just think about that, it's going to send around 200 requests at this day to find out, okay, does this page exist or does this page not exist? So workflow like this would end up counting as more than 200 executions in other workflow automation tools, and that's going to cost a lot of money. So in Anytime, this Anytime Cloud, this costs this counts as just one execution. So with Anytime, you can truly connect anything to everything. Okay, so let's talk about that for a second. Is Anytime Cloud, is that the actual business model? Is that what you are earning money with? What pays your bills, or what other services or products do you offer to clients? So we have two main avenues for when it comes to our business model and how we monetize. So first of it is what we already talked about, is our hosted offering, Anytime Cloud. And then there's licensing. So since we are Fair Code licensed, companies or individuals who want to build on top of Anytime or make it a part of their product need to obtain a license from Anytime to be able to do that. So it's better for companies this way, because that they have to get a special license because they want to integrate it into their paid offering. So like, sure, they have to pay at the moment, but when the money that is made from these licensing deals goes directly back into the project, and this is a project they depend upon a lot, so the money is not actually lost. It helps to make the project better, which in turn also improves their offerings. So like this model in our eyes, with the Fair Code model, everybody wins. Okay, so no need to defend that, but I know that this is probably on many people's mind now. What do you mean integrate in their product? If I think of a Mautic SaaS provider who is also hosting an N8N instance, maybe themselves, and offering the workflow mechanisms to their customers, potentially hundreds, would that be an example of integrating in a product and thus being licensable? Yeah, I'm honestly not quite 100% sure about it. Okay, so ignore the question. Licensing is usually a topic that Jan deals with at the moment. Okay, no problems. Yeah. Maybe we can follow up with that, and I put it in the show notes too. We can do that, yeah. Or I make a post or something about it. Because I do think it's interesting for many Mautic users, but especially for SaaS providers. It is definitely an option. Yeah. Okay, yeah. So when people are new to N8N and are using Mautic already, first steps would be to sign up with N8N and play around with it. And any tips where to start? Yeah, I'd really recommend heading over to docs.anytime.io. Like, our team has been really working on making onboarding for new users really easy. So we have things like quick start guide. We have a workflow, creating your first workflow. So we guide them step by step how they can get started and create a workflow for themselves.
And then, like, we also have pages for each node. So, like, what you can do with it, example workflows. So, yeah, once you are in that editor UI, it's a blank canvas waiting for you to design workflows, and the possibilities are endless. Lovely. I'm looking at it right now, and that's one more link for the show notes. I think we have a bunch today. And a ton of content. This is so exciting, and I thank you so much for all those insights. Is there anything else you want to add before I let you go? No, nothing that comes to mind. I think we covered a lot, yeah. Okay, perfect. I would encourage everybody to try it out and also to bug, maybe not you personally, but touch base with the NHN community and make it even better for Mautic. So thanks so much for your time. I appreciate all your work, and take care, stay safe. Thank you. Thanks for having me. It was a great thanks, show. Thanks, Danny. Take care. Bye. Ja, interessantes Lizenzmodell, kenne ich so jetzt weit verbreitet gar nicht. Kann man machen, ist sicherlich auch fair, aber es ist interessant. Ja, also ich finde es cool, dass das aus Deutschland kommt, und ich finde es halt auch, ja, wie du sagst, eigentlich fair. Also die suchen ja auch nach einem Geschäftsmodell, was für die Sinn macht, und rein Open Source scheint denen zu wenig zu sein, kann man ein Stück weit auch verstehen. Mhm. Von daher, wow. Also das Ergebnis ist im Endeffekt halt sehr, sehr nützlich. Hat ja jetzt nicht nur mit Mautic zu tun, aber gerade für Mautic ist es ja auch ein großes Problem, was da für viele gelöst wird. Ja. Ich habe im Nachhinein nochmal mit ihm hin und her gemailt und ihn ein bisschen festgenagelt auf eine Konkretisierung. Mhm. Also dieses Lizenzmodell geht tatsächlich so, also wie gesagt, jeder, der NHN weiterverkauft oder in ein Produkt einbaut, ist halt lizenzkostenpflichtig. Ja. Auch so, wenn du ab einer gewissen Größenordnung Support dazu verkaufen würdest oder was. Die Abbildung auf Mautic bedeutet halt, SaaS-Provider, die NHN einbauen, sind lizenzkostenpflichtig. Ne? Mhm. Also wer bisher in sein SaaS-Produkt Zapier eingebaut hat und das durch NHN ersetzen möchte, der hat immer noch den Vorteil, dass er es on-premise hostet, dass du keine Datenweitergabe hast. Er hat sicherlich auch niedrigere Lizenzkosten, aber er ist nicht komplett lizenzkostenfrei, und ich finde es halt auch fair, wenn man das so respektiert und beherzigt. Definitiv. Also ist nicht nur illegal, sondern auch echt unfair, das nicht zu tun. Ganz genau. Gut. Wer selbst hostet oder hosten lässt, für den trifft das halt nicht zu, der kann es halt lizenzkostenfrei verwenden. Mhm. Tja, so, wir kommen in den Ausblick, in Community und solche Dinge. Wie der Fußballer sagt, nach der Mauticon ist vor der Mauticon. Ja, sagt der Fußballer das? Ja, Artverband. Die Diskussion kam jetzt, ich glaube, während der Mauticon, ja, wie war das? Ich glaube, bei der Verabschiedung kam erstmals dieses Thema, dass wir gesagt haben, okay, und wir müssen auch mal gucken, wie wir das in 21 machen. Denn wie gesagt, diese Online-Geschichte, diese weltweite Geschichte war mega gut, und da will, glaube ich, auch keiner mehr zurück. Was sagt uns das für die Mauticon 21? Ja. Die Denke ist im Moment wie folgt. Wir wollen eine virtuelle Mauticon wieder machen. Wir wollen keine hybride Mauticon machen. Mhm. Das heißt, es wird eine Mauticon geben in dem Format oder ähnlich, wie wir es in diesem Jahr hatten. Mhm. Und die würden wir im Moment als jährlich sehen. Ja. Wir würden allerdings den Rhythmus verändern und würden sie vorziehen. Okay. So, es könnte zum Beispiel erste Hälfte Juni sein. Mhm. Das bedeutet natürlich, wir sind relativ dicht, sechs Monate, nur ein halbes Jahr nach der Mauticon 20, aber wir haben halt auch gesehen, natürlich, es gibt viel Futter und großen Bedarf, von daher sehen wir da kein Problem drin. Ja. Und die Idee wäre also, going forward, die Mauticon immer so im zweiten Quartal zu machen als weltweiten Online-Event. Da kann man ja fast jetzt schon mit der Planung anfangen, ne? Ja, wie der Fußballer sagt, ne? Und jetzt war die andere Erkenntnis aber, und wir vermissen trotzdem alle dieses persönliche Miteinander, ne? Leute echt sehen, mit Leuten echt sprechen und vielleicht auch nur hinterher noch ein alkoholfreies Kaltgetränk zu nehmen. Mhm.
das ist schon etwas, was am abgeht bei diesem Online-Format. Das merkt ja auch jeder, der es vorher mal gekannt hat. Ne? Ja, klar. Und was tun? Also zwei weltweite Events ist halt schwierig. Außerdem hat das weltweite Event on-premise wieder den Nachteil, dass er Barrieren aufbaut. Also nach den USA, wie gesagt, kann halt zum Beispiel nicht jeder ohne viel Geld und viel Vorlauf und Visum und was weiß ich alles. Ne? Genau. Deswegen haben wir im Moment folgende Arbeitshypothese. Neben dieser weltweiten Mauticon online würden wir in jedem Jahr mindestens eine lokale Mauticon machen, im Sinne von in einem Kontinent. Mauticon US, Mauticon Europe, Mauticon Asia, was weiß ich. Afrika. Ja, Südpol. Nichts, also natürlich nicht. Also Afrika oder EMEA, nee, EMEA nicht, aber Middle East oder keine Ahnung, alles ist denkbar. Australien vielleicht eher so als Fun, nichts gegen unsere australischen Kollegen, aber das wird sich vielleicht auch Jahr zu Jahr überwickeln. Jahr zu Jahr entwickeln? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Wir würden also starten in 2021 entweder in US oder in Europa. Mhm. Möglicherweise wird es tatsächlich Europa werden, weil wir da halt eine sehr, sehr starke Community inzwischen haben. Aber es kann genauso gut US werden. Das ist natürlich offen für die ganze Welt, aber es ist platziert erstmal als kontinentale Veranstaltung. Ja. Oder kontinentbezogene. Jetzt haben wir die Großbritannien wieder exkludiert. Das wollen wir auch nicht. Nein. Machen die schon selber. Ja, und damit haben wir, das ist dann so der Zyklus, wie die auf Mauticon-Ebene Dinge passieren. Und dann gibt es weiterhin natürlich andere Events wie Mauticamps oder so. Aber das sind so die global organisierten Events. Mhm. Ja, haben wir zumindest eine Perspektive. Was haben wir denn noch? Oh, Newsletter. Es gab ja einen inoffiziellen, ziemlich bekannten Newsletter rund um Mautic und der wird jetzt eingestellt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz gerne die Lücke füllen und bieten selber jetzt einen Newsletter an. Ihr findet den Link zum Subscriben, zum Abonnieren in den Shownotes. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle abonniert. Es kann gut sein, dass es wirklich mal einen offiziellen Newsletter gibt, den Mautic Newsletter. Das heißt, das wäre jetzt tatsächlich auch für einen Übergang. Genau. Also der Chris Calabro, der den bisher gemacht hat. Den Namen hatte ich gerade nicht. Ja, der hat ja nochmal einen Abschieds-Newsletter geschrieben. Viele von euch werden den abonniert haben und werden genauso überrascht gewesen sein wie ich. Ich habe da tatsächlich vorher auch nichts von gehört. Ich habe ihn hinterher nochmal gefragt und er sagt, naja, nee. Mal gucken, wie es mit der Seite weitergeht, das ist auch noch nicht so richtig klar, aber den Newsletter, der macht für ihn jetzt nicht mehr so viel Sinn gerade. Im Endeffekt ist es sowieso auch viel Doppelung mit dem, was wir hier im Mauticast besprechen. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die Infos haben wir sowieso, die Recherche müssen wir sowieso machen, also können wir auch tatsächlich den Newsletter so lange erstmal rauspusten in einem gewissen Rhythmus, wie es den offiziellen nicht gibt. Der offizielle ist konkret in Vorbereitung, aber es ist halt noch nicht richtig geklärt, wie das Format ist und so. Und es kann auch ein bisschen dauern, bis der live ist. Deswegen haben wir einen Lückenfüller. Und ihr seid herzlich eingeladen zum Abonnieren. Wir würden es halt ähnlich machen wie der Chris, also sehr, sehr schlank. Meinetwegen noch, ja gut, er hat ja auch immer zum letzten Mauticast verlinkt, von daher genau. auch keine Neuigkeit. Ja. Genau, und selbstverständlich wird das, wenn die Daten für nichts anderes verwendet. Korrekt. Jo, so, haben wir es soweit. Du hast noch einen Aufruf. Ja, ich rufe ja Leute durch die Gegend. ja, also wir haben ja anfangs schon gesagt, okay, es gibt so viele Themen und wir haben tatsächlich auch Interviews schon in der Schlange und kreuz und quer ganz unterschiedliche interessante Sachen. Aber was wir immer noch viel zu wenig haben, sind so Case Studies, Success Stories, solche Geschichten. Und ich weiß, es gibt ja inzwischen sehr große Installationen und sehr spannende Projekte. Und über die meisten, gerade größeren, darf man entweder nicht sprechen oder traut man sich nicht zu sprechen oder so. Und wenn ihr selbst ein großes Projekt habt, als Anwender oder wenn ihr als Agentur einen Kunden habt mit einem großen oder auch nur spannenden Projekt, also ich streiche mal groß ist gar nicht das Thema, ne? Aber interessanter Anwendungsfall, dann würde ich mich total freuen,
wenn ihr euch von eurem Kunden das okay geben lasst, darüber zu sprechen oder vielleicht den Kunden dazu nehmt sogar. Ja, genau. Und dass wir dann uns mal tatsächlich über ein interessantes Mautic-Projekt unterhalten. Da muss keine Raketentechnik drin sein. Soll eigentlich einfach nur illustrieren, wie Leute Mautic verwenden. In der Regel ist es, also mein Erfahrungshorizont, ist es immer erstmal ein Ausschnitt. Also keiner nimmt die ganze Bandbreite, ja, so nach Lehrbuch. Aber viele Leute haben interessante Integrationen, haben interessante kleine Anwendungsfälle, also Kampagne für dies oder Kampagne für das. Oder nutzen Mautic auch für ganz andere Dinge als in Marketing-Funnel. Ne? Also zum Beispiel Partnerbetreuung ist ein Thema, was ich gerade so auf dem Tablet habe. Oder ich kann jetzt auch wieder nicht über alles sprechen, aber wir wollen halt auch nicht dauernd von unseren eigenen Projekten sprechen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir einen Platz schaffen könnten für jemanden, der aus seinem Mautic-Leben berichten möchte. Ja, super. Genau. Einfach melden. Punkt. Punkt. Gut, so, und das ist auch ein schönes Schlusswort. Meldet euch gerne, wenn ihr sonst irgendwas habt oder wenn ihr uns elektronische Blumen schicken wollt oder sonst was. Oder elektronische Weihnachtsbäume. Weihnachtsschokolade. Oh, elektronische Schokolade. Bitte. Also vor allem freuen wir uns über alles, was konstruktive Kritik ist. Also wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, wo wir was anders machen können oder mehr machen können oder weniger machen können oder sonst einfach Gedanken zur Weiterentwicklung von diesem Format nach einem Jahr sind immer super willkommen, ja, und wir freuen uns total. Genau. Und ich denke, das ist auch der letzte Podcast für dieses Jahr, oder? Ja, das denke ich auch. Mal gucken, du willst ja jetzt auch 7 Wochen in Urlaub, habe ich gehört. 8, aber geht nur 7. Ja. Okay, ja, okay. Schön wär's. Ja. Nein, wir werden sehen. Also wir hören uns allerspätestens im neuen Jahr wieder. Und ich danke euch, wie gesagt, für die ersten 12,5 Monate eurer ungeteilten Aufmerksamkeit. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.